dieses Geräusch ist geil. Unnormal. Frau Schkelle ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier haben wir BMW Farid. Und hat uns was mitgebracht. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Es geht um den V10. Was hast du nochmal mitgebracht? Wie heißt das nochmal? Diesen Walnussstrahlgerät, Dings, gedünst. Also, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges. Also, Strahlgerät. Strahlgerät, genau. Sorry für meine Stimme. Hier im Ansaugkanal. Aber das, dazu kommen wir noch. Er ist BMW-Experte, ehrlich. Also, es gibt gleich eine Handvoll in ganz Deutschland. Was du eigentlich drauf hast. Ne? Also muss man ja sagen, also in meinen Augen. Ne? Danke. Weißt du, was er gesagt hat, als er diesen V10 gesehen hat? Och, der sieht aber klein aus, ne? Och, ja, ich hätte dir jetzt größer vorgestellt. Erzähl mal, was ist dein Spezialgebiet so? Spezialgebiet? Boah. Also halt Motoren, wie du schon gesagt hast. Spezialgebiet würde ich gerade sagen, unser Steckenpferd. Unser Steckenpferd sind die V8s. Ja. Ne? Und die holen wir halt sehr oft aus wegen Ventilschaftdichtung, Steuerketten, die gerne überspringen, kaputt gehen, locker werden, Geräusche machen. Ventilschaftdichtung, weil sie halt Öl verbrauchen, ne? Die ganzen 6er, 7er. Macht er nur. Also er macht alles, also M-Modelle, alles. Und weißt du, was ich denke bei dir? Ja. Sagen wir mal hier, Ventildeckeldichtung ist undicht, wir holen den Motor raus. Zündkerze ein bisschen ab, wir holen den Motor raus. Also, es gibt so einen Gag so. Ja. So, ey, vorne das nicht funktioniert nicht. Wir holen den Motor erstmal raus. Immer so, Motor so bist du eigentlich. Also, wenn ich deine Videos schaue, apropos, er macht YouTube, ich könnte das gerne mal abchecken, unten verlinkt das Ganze. Also ehrlich, BMW speziell und du machst auch geile Videos, muss ich sagen. Dankeschön. Danke. Also muss ich sagen, könnt ihr gerne mal abchecken und ein bisschen Liebe da lassen. Ich habe ja ein Regal gesehen, wo du ganzen Motor hast. Ja. Hier habe ich so einen 440er, ja da habe ich einen 5 Liter. Aber was wir sehr viel haben, sind 14er, egal ob Diesel, Benzin, das sind ja so die gängigsten Motoren, sage ich mal. Ja, die gehen ja auch. Ja, außer die 16er, die habe ich weniger, weil die halt laufen. M54, und darum geht es ja auch heute. Genau. Was ich aber feiere. Weil du bist ja einer, du kennst dich mit BMWs Hammer aus. Ja. Ne? Und du fährst einen Kompakt, habe ich gesehen. Ja. Ne, das Video wollte man eigentlich gar nicht drehen, aber wo ich das gesehen habe, war echt. Bist mir schon sympathischer. Ne? Warum fährst du einen Kompakt? Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Also nein, sag jetzt nicht die Wahrheit. Sag einfach, das Ding ist, ich liebe Kompakt. Also ich sag mal, ich sag's mal nett ausgedrückt, es ist wie ein passender Schuh. Er ist jetzt. Also ehrlich gesagt, ich finde ihn, er ist jetzt nicht der hübscheste, aber mit M-Paket und in der Farbe finde ich ihn schon in Ordnung. Er ist in Ordnung und als Daily, sage ich dir ehrlich, ist bequem, um von A nach B zu fahren, reicht das. Also mir reicht das. Und apropos kompakt, ich habe ja auch einen hier. Ich habe den schon gesehen. Den musst du abchecken jetzt. 14er, ist 318i, N42 Motor, genau, ist ja kleiner. Hier haben wir den M54. B25, 6 Zylinder, Fahrrad, 192 PS, Serie. Gerne, ein bisschen modifiziert. Hast du eigentlich Erfahrung mit Kompressoren? Also um ehrlich zu sein, mache ich ja eigentlich kein Tuning, ich mache ja nur genau. Reparaturen. Mhm. Und deswegen, ich kenne nur Kompressoren so bei Alpina Modellen oder so. Ne? Da habe ich mal so, siehst du ein paar Mal einen Kompressor, aber sonst. Ja, ist richtig in dem Kompakt. Ja, genau. Und BMW hat ja auch in der Regel keine, keine Kompression verbaut, nur Turbos. Ne? Nur Turbos, genau. Und jetzt, guck dir das mal. Ja. Sieht schon wild aus. Männlich aus. Genau. War jetzt in dem Fall hatten wir ja Serie 180 PS gehabt. Ja. Haben wir 240 PS geschafft. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich experimentieren. Okay. Und dann kam eine kleinere Rolle, kam dann ein anderer Luftmassenmesser, hier ist von RS4. Luftmassenmesser. Ach, von Audi? Ja, ja, die Stecker habe ich ja also du kennst ja diese Stecker, kennst du ja glaube ich nicht, das ist VW-Stecker. Nee, kenn ich nicht. Weil der Originalstecker ist ja so, den habe ich ja umgerüstet auf... Das ist der originale, dreipolig? Das ist das ist dreipolig bei dem. Und dann habe ich natürlich einen Ladeluftkühler selber noch gebastelt dazu. Mhm. Und ich sag dir, weißt du, was das jetzt bringt? Hast du das gesehen, das letzte Video? Ich habe gesehen, ich glaube 304 PS? Oder? 314 PS. 14, genau. Und ja, gemessen mit dem vierten Gang. Fünfte Gang haben wir nicht mehr gemessen, mhm. Weil mit dem fünften Gang glaube ich, dass wir vielleicht die 320, vielleicht sogar Richtung 330 geschafft haben. Und das ist schon krass. Es sieht schon, ich sag dir ehrlich, das ist schon, sieht erstmal schon krass aus. So. Ja, wenn man nur den Motor eigentlich kennt, man sieht ja immer, man kennt ja nur das. Ja, ja. Das Bild kennt man ja gar nicht. Und genau. Das sind zwei fetten Rohren, die hier so runtergehen. Und das sieht schon wild aus. Es ist schon. Mit dem Luftfilter stelle ich mich auch nicht leise vor. Das ist er nicht. Ja, M54 muss man brauche ich ja nicht erklären. Das ist ja dein. M54, ich habe gesagt, ey, wenn mein Motor kaputt geht. Haust du 3 Liter rein. Und baust du einfach so um? Ja, 3 Liter, safe. Ganz safe. Wenn der kaputt geht, irgendwann 3 Liter rein.
Wenn du das jetzt machst, das ist auch sehr interessant, wenn du das machst, also 3 Liter, umbaust, ja. Nimmst du Differenzial und so, übernimmst das Ganze? Oder? Ja, ich würde einfach von einer, zum Beispiel von einer Limousine, von 33 Limousine. Achso, ja, ein bisschen Spenderfahrzeug nehmen. Genau, ah, okay. Mäßig, ja. Ja, auch Antriebswellen, Bremsen, das muss ja alles geändert werden. Also nur Motor reicht ja nicht, du musst ja noch mehr Sachen. Würde dich mal so ein Kompressor interessieren? Weil hat dich doch keiner gefragt, so, hier kannst du einen Kompressor für mich einbauen? Nee. Ja, einbauen, das ist ja, finde ich, kein Problem. Also ich habe manchmal so Anfragen, machst du Tuning, kannst du das, das? Und ja. Dann habe ich gesagt, ey, ich will damit nicht anfangen, weil ich immer Schiss habe, ich sage dir ehrlich. Ja. Weil ich mache ja Motoren und ich weiß, wie die Dinger, wie filigran und so und wie schnell die kaputt gehen. Und ich denke mir, bei meinem Glück, ich baue sowas ein, eine Woche später hat der Lagerschaden oder keine Ahnung. Ja, bist du schon. Denn, ja, du hast mir eingebaut, hier, mein Motor ist jetzt kaputt. Deswegen habe ich mich da immer so zurückgehalten. Aber ich habe ja auch was vor. Aber halt an meinem eigenen Auto, was wir bauen. Ja, kannst du ja ein bisschen spoilern hier. Ja, wir bauen E36 mit Minimum 500 PS, wollen wir Minimum machen. E36 mit einem M50-Motor, B25. Geil. Da wollen wir einen großen Lader drauf machen und den halt nur für Viertelmeile oder halt so ein abgemeldetes Ding, ne? Nicht für die Straßen, sondern einfach nur geradeaus schnell zu fahren. Der E36 ist auch leichter als der E46, oder? Ja, ich glaube, der müsste auf jeden Fall leichter sein. Ja, wir haben ihn auch komplett leer geräumt. Ne? Das war mal ein 316er, da habe ich noch einen Motor übrig. Ne? Wenn jemand mal einen M43 Motor habe ich noch übrig. Könnt ihr abholen. Ja, könnt ihr abholen, ja. Nee, das ist teuer, die kosten ja kein Geld mehr. Also das ist geil. Also wenn du da Fragen und so hast, turbotechnisch, dann kann ich dir gerne zur Hand geben. Ja, du, ich brauch auch noch viele Teile. Ne? Ich brauche Kolben, ich brauche Pleuel. Turbo hast du schon? Turbo habe ich noch nicht, den brauche ich auch noch. Turbo hast du nicht? Bro. Nee. Bro, du brauchst kein Turbo. Warte, ich schwöre, ich gebe dir jetzt ein Turbo. Wie, du gibst dir jetzt ein Turbo? Ich gebe dir jetzt ein Turbo. Aber den Originalverpackung habt ihr aber nicht. Alles gut. Was ist das für einer? GT35. Okay. Ich bin da in so einer Szene drin. Das ist GT35. 35 heißt wahrscheinlich 35 mm. Genau, GT35, glaub mir, das musst du reinmachen. Was kann ich da rausholen, Leistung? Locker das, was du dir vorstellst. Also 500 PS ist locker drin. Okay. Und dann kommt immer darauf an, wie viel Ladedruck du noch fahren möchtest. Mhm. Hier brauchst du aber nur einen externen Wastegate. Ja. Aber ansonsten. Hat keins drin. Nee, hat keins drin. Ist auch besser so. Kannst du den Ladedruck auch selber schön einstellen. Unterdruck hat er hier? Ja, den kannst du aber wegstecken. Ist ja fürs Wastegate, ne? Ja, kannst du auch machen. Kannst du auch eine andere Brücke nehmen. Das ist ja, also wie gesagt, wenn du mal so weit bist, kann ich dir gerne mal helfen. Aber hier ist schon mal dein Turbo, Bruder. Danke. Alter, ist sehr schwer. Das ist schwer. Also das ist echt, ich meine, du willst sie ja sowieso nicht anmelden, ne? Nee, der wird nicht anmelden. Dann passt das. GT35 würde ich nehmen. Ne? Also könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. GT35 bei 6 Zylinder, Pflicht. M50 Motor. Hat doch sogar hier, kennst du, Time to Drive? Kennst du den? Ist das? Wenn ich ihn sehe, bestimmt. Also er hat das auch gemacht bei seinem, bei M52 hat er das gemacht. Aber ist der, es gibt ja zwei verschiedene, es gibt doch einmal, wo du den Lader, sag ich mal, hier hinbaust. Ja. Und dann gibt es einmal, wo du Lader unten hinbaust. Das ist egal, ja. Kannst du quasi entweder über Kopf einbauen oder so einbauen. Also ich würde den Lader hier hinbauen. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Weil unten, du weißt, ein Schlauch geht kaputt, irgendwas geht kaputt. Ja, du kommst sofort dran, weißt du, kannst ihn ausbauen. Wasserleitung ist undicht, Ölleitung. Probleme vielleicht auch da unten. Ja, weil hier machst du einen schönen Schlitz. Also das kannst du ja schon, wie du halt machen willst. Ich würde den mal kurz zur Seite packen, das ist ganz schwer. Ich leg den mal auf den Tisch. Krümmer habe ich leider nicht, sonst hätte ich dir den auch noch gegeben. Hast du eigentlich, ich habe dir gesagt, ich habe eine Firma in der Straße, wusste ich gar nicht. Die kann alles aus Edelstahl herstellen, was du willst. Alles. Ich war da gewesen, der kann alles bauen aus Edelstahl. Hammergeil. Also wenn auch ich aus Aluminium, ne? Wenn Ansaugbrücke Aluminium, wollte ich dann auch haben, so trichterförmig, dass man da vorne rangeht. Also, muss man was bauen. Zeig ich dir. Das ist sehr interessant. Auch ein Türke. Für meinen Lupo. Auch ein Türke. Mega für meinen Lupo brauche ich irgendwann solche Sachen. Auf jeden Fall. Ja, da kannst du alles so herstellen lassen. Baby. Kompressor? Hast du keine Erfahrung? Nein. Ansprechverhalten vom Kompressor? Was würdest du denken? Also ich vermute, das Ding ist immer damals so in der Berufsschule, als man den Beruf gelernt hat, Kompressor ist mehr für unten rum mäßig, Turbo ist mehr für oben rum. So sieht in der Theorie. Ja. Klar, du hast ja gesagt, du hast die Rolle schon verändert. Wenn du die Rolle veränderst vom Durchmesser, hast du natürlich eine andere Geschwindigkeit von den Schaufelrädern. Also wir fahren hier aktuell 1,5, 1,7 Bar. Das wäre gerade meine nächste Frage. Genau. Gemacht wurde er bis maximal 0,6 Bar. Und wir sind schon ein Bar drüber. Ein Bar seid ihr drüber? Ein Bar sind wir drüber. Als was der Kompressor eigentlich drücken darf. Ja. Okay, hast du keine Angst, dass das auseinanderfällt? Ja.
Ich wollte es ja testen. Auch mit der Kunststoffansaugbrücke, sag ich mal, dass da irgendwas wegfliegt? Weil es halt Kunststoff ist? Nö. Also gar nichts. Ja, dass vielleicht mal ein Unterdruckschlauch oder so kaputt geht, das kann natürlich passieren bei sowas. Mhm. Aber ich muss sagen, bis jetzt, toi, hält. Wie viele Kilometer bist du jetzt damit schon gefahren? Die meiste Strecke, was ich hier damit gemacht habe, war ja auf dem Leistungsprüfstand. Kupplung hast du auch einmal getauscht, hab ich gesehen. Kupplung, ja, natürlich, die war versteinert, verglast, wie man das so nennt. Die Serienkupplung drin oder hast du? Serienkupplung. Alles Serie. Hilfsserie, Kardanwelle. Alles Serie. Motor ist Serie, Getriebe ist Serie, Kupplung, Differential, Bremse, alles. Da hätte ich wieder schon Schiss gehabt, dass mir da irgendwie Schaltgetriebe was auseinanderfällt, das Diff auseinanderfällt. Das kann natürlich passieren. Das sind so viele Newtonmeter. Wie viele Newtonmeter hat er jetzt? Wir haben 360 Newtonmeter. Wie viel hat er von Haus aus? Weiß ich jetzt gar nicht. 220 oder 230, so ein Dreh. Schon eine gute Schippe draufgelegt. Ja. Aber bei den Tests hat das ja ganz gut harmoniert bis jetzt, ne, zusammen? Ja, super. Also, wir müssen eine Runde damit fahren, weil ich will deine Reaktion sehen. Gerne, ja? Wirklich gerne. Will ich noch nie mitgefahren, noch nie. Ja. Also hast du Bock? Ja, eine Runde, bevor wir mit diesem Video anfangen. Mega, Marvin. Okay. Mit diesem Lenkrad hier. Performance-Lenkrad. Ja, das habe ich ja zusätzlich hier gerüstet. Ja. Habe ich aber nicht jetzt angeschlossen, weil wir immer wieder auslesen müssen. Ja. Aber jetzt musst du einmal Ansauggeräusch, musst du das einmal anhören. Das ist ein Kompressor. Klingt wie ein Helikopter, wenn der hier startet. Du musst aufpassen, vorne darfst du nicht wieder nicht ansaugen hier. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte an seiner Drosselklappe vorne bei der Fahrt. Ja. Da stand Kleinkinder und kleine Kleinwagen mit links aufgefahren. Das ist genauso, sie auch noch einmal. Fährst du links, vor links, fahr den kurz zur Seite. Wir fahren mit links. Genau. Ich bin auf deine Reaktion gespannt. Weil ich weiß, du fährst einen M3, du fährst einen M5, du fährst einen X6, was auch immer, diese ganzen M-Modelle. Ja. Aber damit kann man es ja überhaupt nicht vergleichen. Nee, vor allem nicht mit dem Kompakt. Ja, weil wir haben erstens ein Auto, der wiegt gar nichts. Ja. Und ja, bei so einer Kompaktklasse, 300 PS, wo gibt's das noch? In der Größe vielleicht Golf R? Ja, Golf R vielleicht. Aber nicht in dem Baujahr. Ja, 2002 müsste das sein. Ja, die kriegt, guck mal, der 300.000 und dann sind mitten. Wann hast du einen Kompressor aufgeschraubt? Vor 1000 Kilometer? Oder 2000? Da noch länger. Überleg mal, mach mal auf einen Motor, der schon 300 runter hat, noch einen Kompressor später drauf. Ja, und was du nicht vergessen darfst, einfach mal 140 PS mehr. Weißt du? Ja, Alter. Ganz kurz. Alter, das ist ja. Das, was macht der da vorne? Also, das Geräusch ist. Geil. Unnormal. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das klingt ja wirklich. Dieses Ansauggeräusch wird immer lauter. Und als wenn er die Straße aufsaugt. Wir haben gerade nur bis 4000 Umdrehungen gehabt. Musst du ja aufpassen, dass hier irgendwelche Steine liegen, dass du nicht dass die ansaugt. Was bald so? Das klingt wie so ein Riesenstaubsauger. Nochmal ganz kurz. Ja. Das ist gewählt. Das ist krass. Schon angefangen zu übersteuern so. Ja, das ist wirklich. Das ist heftig. Das ist Hammer. Das ist mega. Das ist einfach nur mit dem zweiten Gang so. Ja. Klar, mich flasht die Leistung. Ja. Inklusive der Geräuschkulisse. Das macht Spaß. Weil es halt so auch hier gut so rüberkommt. Ne? Also, ich sag mal so, wenn du einen M5 F10 fährst, du gibst Gas, du hörst drin gar nichts. Aber so als M3-Fahrer, I46, da hörst du alles. Das da knarrt, das ist noch warm. Diese Emotionen. Ja, die Emotionen da. Ja. Und hier ist es auch so, finde ich. Es sind halt andere Emotionen, aber es ist auch, dass man halt alles hört. Was der da macht da vorne, ne? Wir können ja mal mit dem ersten Gang kurz. Nein, direkt Traktion zu. Direkt. Ja. Alter, ich find's auch krass, der Arsch geht hinten richtig runter. Das Geile ist ja, sogar ich spüre diesen Druck, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, obwohl man als Fahrer meistens sagt, ja. Weil man stellt sich und weiß ja, als Beifahrer merkst du, spürst du es mehr. So Gerüche für dich hier. Ja, Mann. Das klingt böse. Das kann ich den ganzen Tag machen. Ja, das verstehe ich nicht zu 100%. Ja, ne? 110% sogar. Das Geile bei dem hier, du kannst drücken, wie du willst, Fahrrad. Ja. Du wirst immer diese annähernd 300 PS haben.
Und ich bin mir sicher, ich habe es noch nie getestet, aber wir werden es testen. Ja. Wenn du ganz guck mal, hinten haben wir einen Peugeot, der sitzt schön in meinen Arsch drin. Achte einfach mal. Der ist schon fast weg. Das liebe ich doch hier. Ja. Weißt du, kommt mit seinem Peugeot hier voll dran. Ja. Kollege, BMW-Fahrer. Ja. BMW-Spezialist. Vor allem, weil du denkst, von einem Kompakt denkst du sowas nicht. Ja, das ist ja das Geile. Ja, das ist gut. Krass, dass der Motor ist einfach so wegsteckt. Alter, M54. Ja. Digga, du hast die originale Kopfdichtung, schon alles originale Kolben. Alles originale Verdichtung, alles. Wahnsinn. Dazu muss ich sagen, da merkst du, deutsche Wertarbeit, so halt damals. Ja. Ja. Also, heutzutage ist es ja alles so gemacht, dass so soll irgendwann kaputt gehen. Ja. Aber der Motor, bin ich der Meinung, der wurde gebaut, der soll nicht kaputt gehen. Der soll einfach nicht kaputt gehen. Finde ich auch. Weil guck mal, welcher Motor läuft auch so ruhig mit 300.000? Zeig mal also heutzutage, 600 von mir aus auch, der heute nach 300.000 so läuft. Alter. Das ist sehr ungewohnt. Das ist bei so einem Kompakt, ne? Ja. Ist, also du hast ja auch einen M3. Hast du den schon mal richtig so mal gedrückt? Autobahn noch nicht, aber mal so einen zweiten Gang, so wie wir gerade. Ja. Also ich würde sagen, der hat sogar... Also der hat mehr Leistung, so, ja, weißt du? Ja, würde ich auch sagen. Also du merkst auf jeden Fall, hier geht es mehr voran. Genau. Wobei man aber, der M3 hat ja ein langes Drehzahlband. Mhm. Ja, ja, klar. Das ist halt, hier, da fährst du die Ganglänge aus. Und so. Aber das ist schon... Das ist geil. Also einfach, das war ja echt doch, weißt du? Weil, wie gesagt, weil du ja... Wir wollten das Video nicht drehen, aber weil du mit dem Kompakt gekommen bist, habe ich gesagt, okay... BMW-Experte, Kompakt, du musst diesen Kompakt kennen. Ey, das Geile ist, oder das Coole ist, sorry, ich habe einen Kompakt, er hat einen Kompakt. Ich habe einen M3, er hat auch einen M3. Auch E46, Cabrio. Beide Geschalter. Einfach irgendwie, wir haben beide irgendwie die gleichen Fahrzeuge. So ist es. Das ist schon da. Was ist dein Lieblingsmotor eigentlich? Mein Lieblingsmotor ist eigentlich M450. M450, ja. Und jetzt, wo du das wieder siehst, mit mehr Leistung, wie er das so einfach wegsteckt mit 300 PS, die hat er ja, aber 300.000 Kilometer. Das ist halt 300.000 Kilometer hat der Motor, ja. Und dann halt nach 300.000 haust du da noch einen Kompressor rauf und der steckt das weg, der läuft ganz normal, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist echt. Du siehst ja, mein Grinsen kriege ich irgendwie nicht raus aus meinem Gesicht gerade. Es war heftig. Also ich kannte das noch nicht. Und für mich war das krass, also muss ich ehrlich sagen. Natürlich wurde er jetzt modifiziert, ne? Ist nicht original. Das heißt, jetzt denkt nicht, ihr kauft jetzt einen Kompressor, baut es ein und dann habt ihr die gleiche Leistung. Haben wir nicht natürlich, weil der ist Ladeluft gekühlt. Wir haben vieles gemacht auf jeden Fall. Also, aber ich fand's geil. Es sieht nicht nur geil aus, es fährt auch gut. Also ich fand jetzt nicht irgendwie, dass der Boost kam so gleichmäßig. Genau, der kam nicht so puff wie ein Turbo, der kam gleichmäßig über das ganze Drehzahlband. Du hast richtig gemerkt, dass der hinten runter geht. Und immer mehr untergehen. Das war schon. Und der hat auch ordentlich Alarm gemacht hier, der Luftfilter. Das klang halt so, als wenn er hier irgendwelche kleinen Kinder ansaugen würde. Aber das war echt schon, also von der Soundkulisse, allgemein die 46 kenne ich diese ganze Soundkulisse gar nicht. Ne? Ja. Und dass das Ding halt hinten ein bisschen in die Knie geht. Also, ist geil. Hut ab, hast du echt gut gemacht, ey. Dankeschön. Gefällt mir. Nicht, dass ich das irgendwann nachmache. Sei dir gegönnt, aber du machst ja einen Turbo-Umbau. Ne? Ich mache erstmal einen 50 Turbo-Umbau. Also da bin ich echt gespannt, weil ich feiere das, weil wenn ich nächstes Mal auch was machen würde, dann BMW auch Turbo, muss ich sagen. Und bei deinem Projekt, da bin ich gespannt und ich bin auch hoffentlich mal dabei. Also lade mich ruhig ein. Ey, safe, ganz also, sicher, ganz sicher. Gerne. Nach dem heutigen Tag auf jeden Fall. Was auch sehr interessant wird, wenn du den Motor auseinanderbaust, du willst ihn ja verstärken, ne? Wir wollen ihn verstärken. Verdichtung und so. Ja. Das zeigst du auch komplett da. Ich will auch mehrere Teile machen. So. Nicht nur musst du auch. Ein musst Teil, auch. Sondern wir werden Step by Step Teil für. Also das würde ich auch feiern, wenn du das auch echt von A bis Z. Ich bin ja so einer, ich habe keine Geheimnisse. Ja, das weiß ich auch. Ja. Ich würde auch sagen, so, ey, wir haben das Teil eingebaut, weil manche machen da so Geheimnisse draus, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht. Ich würde das offen und ehrlich einfach dokumentieren, zeigen. Damit, falls deine Nachmachung auch nachmachen kann. Ja, auf jeden Fall. Und das feiere ich. Ja. Was für eine Benzinpumpe, was für eine Kupplung, was für eine Kopfdichtung, was für Lagerschalen, was machst du mit den Kolben? Ja, das ist so interessant.
Also da hole ich mir ehrlich gesagt viele Informationen von Adam. Adam, ja. Der ist da, glaube ich, der richtige Mann dafür. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, wieso Tuning ist wieder was ganz, ganz anderes als Mechanik. Ne? Das ist auch viel, wie soll ich sagen, das ist, du musst kreativ sein. Was sehr, sehr interessant eigentlich bei dem hier war. Normalerweise ist der ja so. Ausgang da gerade, ne? Nur gerade, ne? Der geht ja hier raus und geht sofort in die Ansaugung. Ich wollte unbedingt einen Ladenluftkühler. Mhm. Ne, weil wir hatten eine Ansaugtemperatur von über 100 Grad gehabt. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Ne? Ja. Er hat so viel Zündung weggenommen, überlegt, gemacht, getan. Und das war eigentlich, wo ich das hier rausgeholt habe, das war eigentlich das wichtigste Teil. Weil jetzt kannst du echt alles machen. Ne? Und dann natürlich, dann habe ich ein bisschen einfacher gemacht das Ganze, aber das war wichtig. Dieser Schlauch. Die Kurve da. Ne? Die Kurve. Wie viel Ansaugtemperatur ist jetzt? Ach, jetzt wie heute, 15 Grad haben. Musst du dir vorstellen, wird er locker bis 5 Grad runter. Wir haben hier HG Motorsport, also es ist ein kranker Ladenluftkühler. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr männlich aus. Sehr, sehr. Und du hast ja gesehen, ich habe den jetzt gerade nochmal schön deftig da gerade angestoßen. Das also steckt leicht damit aufgesetzt. Ja, das habe ich ein paar Mal schon gemacht. Ich habe mir den angeschaut, aber das Ding ist so stabil. Och, seht das Grinsen, das geht nicht weg heute, ja, glaube ich. Was auch sehr interessant sein könnte, wenn du mal irgendwann einen Turbo-Umbau machst und wir den mal vergleichen. So von Ansprechverhalten. Adam hat mir ja schon gesagt, der kennt ja da Leute, dann kann man da auf so einem alten Fluggelände und dann können wir dann noch mal so ein bisschen 0-100 oder 100-200 machen und so. Das wäre richtig geil. Wäre interessant. Das wäre auf jeden Fall mega interessant. Ja. Bis wir da hinkommen, das wird noch ein bisschen dauern. Ach, das geht schnell. Aber ich freue mich schon auf die Videoreihe. Ne? Also wie gesagt, Fahrrad unten verlinkt. Checkt den ruhig ab, abonniert den. Ne? Echt, du machst ein paar Mal geilen Content, muss ich sagen. Und deine Carpoints sind Traum. Legendär danke. Schon. Ne, danke, muss ich danke. Sagen. Muss ich auch noch ein bisschen was von dir. So, Farid, hast du was zu sagen? Ich habe alles gesagt, was mir dazu gerade einfällt, aber danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, ich darf dir. Danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Gerne. Also, und echt, deine Reaktion war geil. War göttlich. Das wirst du noch sehen, Summit. Da bin ich mal gespannt. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kannst du zu Team Summit treffen. Ciao. Ciao, ciao. Geil, das ist wirklich, wirklich, ja.